Hallo, mein Name ist Daniel Rempe. Seit dem 1.8. arbeite ich im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen, im Handlungsfeld Glauben und Leben. Die Frage, die mich da beschäftigt, ist, wie kann die christliche Botschaft zur guten Nachricht für junge Menschen werden? Wie kommt sie in ihrer Lebenswelt an, in ihrem Alltag? Wie bekommt sie Bedeutung? Und wo sind die Orte, wo sie Glauben leben lernen, wo sie entdecken, das hat was mit mir zu tun, wo sie ihre Spiritualität entwickeln können? Und welche Orte und Angebote gibt es da eigentlich in der evangelischen Jugendarbeit? Was ist schon da? Und was müsste weiterentwickelt werden? Und was wollen wir vielleicht stärken? Was vielleicht auch neu erfinden? Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, habe ich zwei Angebote. Mein erstes Angebot ist, ich komme bei euch vorbei. Miteinander überlegen wir, wie das gelingen kann. Ich begleite euch in Fragen von Spiritualität und Glauben leben lernen. Und wir entwickeln vielleicht ein konkretes Projekt miteinander. Oder ihr ladet mich ein zu einem Vortrag, zu einem Seminar, zu einem Workshop, zu einem Thema aus diesem Themenfeld. Weitere Infos gibt es dazu auf der Website. Ich suche Menschen, die das Interesse haben, diesen Fragen nachzugehen, die ein Herz dafür haben, dass junge Menschen ihre Spiritualität entwickeln und dass sie Glauben leben lernen. Und ich suche eure Fragen, eure Herausforderungen, aber auch eure Wünsche, eure Träume, eure Interessen, das, was euch bewegt. Vielleicht, ja, vielleicht trinken wir einfach mal einen Kaffee zusammen und tauschen uns darüber aus. Oder ihr ladet mich ein in euren Konvent, euren Kirchenkreis, eure Jugendarbeit und wir kommen miteinander ins Gespräch. Kontakt aufnehmen könnt ihr, indem ihr mir eine E-Mail schreibt. Hier ist die E-Mail-Adresse eingeblendet. Ich hoffe, wir sehen uns.